Moin zusammen, willkommen zurück zu Satinavs Ketten. Wir hängen hier ein bisschen fest, scheint es mir. Wir können jetzt in den hohlen Baum hinuntergehen. Mit dem Irrlicht können wir noch nichts machen. Das Boot ist wahrscheinlich auch im Eimer. Benutzt brauchen wir nicht mehr. Nuri steht da anmutig herum. Aber wir klettern jetzt erstmal in den hohlen Baum hinunter. Mal gucken, was ist da. Ohne Seil kommen wir nicht hinab. Ah, ja, das war zu... Wäre zu einfach gewesen. Aber das Seil haben wir doch gesammelt, nicht wahr? Jupp. Okay. Siehste, ein Seil. Was ist das eigentlich? Achso, Spuckpflanze. Sie spuckt einen an. Löcher, ja, Stiefel. Können wir den wieder heile machen? Loch bleibt Loch. Ja, okay. War nur so eine Idee. Ja, wieso? Aber der ist doch auseinandergerissen. Na schön. Okay. Mal gucken, was es mit diesem Ort hier auf sich hat. Nuri! Ich gehe zuerst. Ich gehe zuerst. Wenn ich zum Stein werde, folge mir nicht. Wenn du zum Stein wirst, kannst du mich aber auch nicht warnen. Was war das jetzt? Okay. Was ist das für ein Licht? Nuri, komm nicht näher. Was ist denn da? Stopp! Bist du wahnsinnig? Es hätte dich fast gesehen. Du bleibst jetzt hier hinter dem Felsen, verstanden? Ich überlege mir, wie wir an dieser Kreatur vorbeikommen. Okay, danke, dass du hier bleibst. Oh, was ist das? Was haben wir hier? Öllampe? Kann ich hier schon nehmen? Wenn es mich entdeckt, bin ich tot. Hm, verstehe. Okay, gut. V. Habe ich das richtig gesehen, dass da gerade Licht? Nee, was? Wenn es mich entdeckt, bin ich tot. Okay, scheint doch was komplizierter zu werden. Fällt es mir nur nicht auf oder ändert sich einfach nur das Licht? Okay, hier haben wir einen Spiegel. Er guckt immer noch in andere Richtungen. Kuckuck. Ich glaube, ich höre es atmen. Hör doch mal. Es darf uns nicht sehen. Okay, warum nicht? Weil es hier alles in Stein verwandelt. Okay. Spiegel? Wenn es mich entdeckt, bin ich tot. Ja, schon gut. Wenn es mich entdeckt, bin ich tot. Heißt das, ich komme jetzt hier gar nicht mehr weg, oder was? Okay, betrachte den... Ein V? Nur eine Statue. Wir sollten hier nicht sein. Ein Herold aus Fanglari. Er heißt uns willkommen. Woher willst du das wissen? Gibt es noch mehr dort, wo wir hingehen? Oh. Oh. Warst du das? Ein Lichtpfau. Oh, cool. Kannst du das nochmal machen? Nuri? Ja, Pfau berühren ist es, was zählt, aber ich frage jetzt mal die anderen Sachen. Hast du eine Idee, wie wir an dem Wächter vorbeikommen? Vielleicht sieht es uns nicht, wenn wir es nicht sehen. Wir müssten nur unsere Augen schließen. Sonst noch irgendwelche Vorschläge? Kannst du die Höhle komplett verdunkeln? Ich weiß nicht, aber danke für deine Anregungen. Gern geschehen. Es ist ja halt eben so ein, wie heißt es noch, die Schlange aus Harry Potter. Danke noch einmal für dein Geschenk. Es bedeutet mir sehr viel. Du musst keine Worte dafür finden. Doch irgendwie schon, weil wir bisher ja dachten, dass sie nicht überlebt ohne den Anhänger. Berühre die Statue noch einmal. So schön. Ja, das stimmt. Die Lichtspiegelung scheint das Monster zu faszinieren. Ja, genau. So, dann können wir uns jetzt auf dieser Seite umsehen. Spiegel. Da sind Löcher. Wie ein versteinerter Käse. Die Würmer, die diese Löcher graben, werden offensichtlich ganz schön groß. Verstehe. Da steht noch jemand. Hier gibt es ein... Wenigstens ein Pilz hat überlebt.
Mit bloßer Hand fange ich die niemals. Eine Libelle? Ja, müssen wir die denn schon fangen? Ich nehme an, mal die Hängematte hilft da nicht. Doch. Das war ja einfach. Die Libelle weiß gar nicht, welches Glück sie hatte. Ja, irgendwie schon. In dem Teich taucht nichts weiter auf. Oh, guck mal hier, dieses... Du liebe Zeit. Riesenwurm. Immerhin müssen wir dieses Ungeheuer nicht mehr fürchten. Ja, ein bisschen komisch ist es schon, ne? Er ist ganz hohl, wie ein steinerner Schlot. Wenn es mich entdeckt, bin ich tot. Ja, das scheint mir auch so. Versteinerte Frau. Was auch immer sie sich von dem Tor erhofft hat, sie war bereit dafür, ihr Leben zu riskieren. Ah, die Guteste. Zu fest verkeilt. Ja, verstehe. Aber warte mal, guck mal, hier sind auch Löcher. Die Würmer, die diese Löcher graben, werden offensichtlich ganz schön groß. Verstehe, ja, okay. Ja, hier noch was? Nee, das ist nur der Riesenwurm, ne? Versteinerte Fledermaus. Nun ja, immerhin wissen wir jetzt, wo der ehrenwerte Kaufmann seine Tiere her hatte. Höhleneingang. Wie sollen wir jemals unbemerkt an dem Wächter vorbeikommen? Ich weiß nicht, er scheint doch gerade... Scheint doch gerade abgelenkt zu sein, oder? Da müssen wir offensichtlich hin. Okay, vielleicht können wir erstmal auf der anderen Seite nachsehen. Okay, so. Dreh mal das Ding. Ah, guck. Deshalb müssen wir die Spiegel bewegen. Ja. Aber erst einmal sehen wir uns hier um. Öllampe. Gut, dies ist kaputt. Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung wiederholen. Das stimmt. Aber können wir sie dann mit Lampen... Leider fehlt der Docht. Anzünden lässt sie sich nicht. Und als Gefäß taugt sie auch nicht viel. Okay, also wir brauchen einen Docht. Ein Docht und... Ist das hier sinnvoll? Tatsächlich. Ich sag mal so, war da nicht noch Wasser drin? Kleinigkeiten. Gut, also gut, mit dem Lampenöl könnten wir den Spiegel drehen. Ja. Oh. Okay, hier ist sozusagen Nullposition. Aber da steckte doch eben schon der Spiegel drin. Das hier scheint mir da in das Loch hinein zu zeigen, ne? Von dem Riesenwurm. Er sagte ja, innen drin ist er ganz wohl. Kann das sein, dass da der Spiegel hinein muss? So, dann lass mal gucken. Okay, also erstmal können wir den Spiegel... Ich muss das Ziel im Auge behalten. Alter, du stellst dich aber auch an. Okay. Na doch nichts. Tja. Ich weiß auch nicht. Riesenwurm. Und was hat es mit den Löchern auf sich? Also ich versuche erstmal den Spiegel hier einzusetzen. Hier lässt er sich nirgendwo anbringen. Na gut. Aber da lässt er sich anbringen. Interessant. Okay, wir brauchen aber immer noch den Spiegel. Zu fest verkeilt. Gut, damit geht es nicht. Tut mir leid.
Ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Hm? Nein. Naja. Eine Linse aus Glas schützt das Auge. Was? Okay, warte, ich habe wieder den Trick mit der rechten Maustaste nicht kapiert. Okay, eine Linse aus Glas. Katsching! Immerhin habe ich seinen Schutz zerstört. Naja, zum Teil jedenfalls. Okay. So, dann lass mal sehen. Weiter. Vielleicht reicht das ja schon. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Es wird zum... Tja. Können wir da noch mehr machen? Da geht's wieder nach oben. Ich könnte mir vorstellen, dass der andere Spiegel irgendwie hier in den Löchern befestigt werden muss oder so. Auf der anderen Seite, es ist ja schon die richtige Richtung. Okay. Ja. Haben wir denn etwas anderes, was spiegelt? Die Öllampe wird es wohl kaum sein. Auf der anderen Seite, wir können auch nur nicht die ganze Zeit da stehen lassen. Wir brauchen also eine Lichtquelle. Das Prisma? Das blaue Licht zeigt nach Westen. Irgendwo dort muss das Feentor sein. Hä, wo ist denn Westen? Können wir den dort einsetzen? Wird doch nichts. Und wir brauchen einen Docht für die Öllampe. Okay. Ein Docht für die Öllampe. Tja, ich bin ein bisschen ratlos. Wer hätte es gedacht? Weiter kommen wir hier nicht, nicht wahr? Irgendetwas, das wir als Docht verwenden könnten? Hm. Sieht nicht so aus. Leider fehlt der Docht. Anzünden lässt sie sich nicht. Und als Gefäß taugt sie auch nicht viel. Ja, schon gut. Ich probiere einfach mal alles durch. Nicht so. Nörgel. Natürlich nicht. Nörgel hier nicht so rum. Das ist keine Hilfe. Besser nicht. Hm. Okay, das funktioniert nicht. Aber können wir aus der Hängematte... In einem Stück wäre es nützlicher. Ja, ich weiß, ich wäre nur einen Faden. Wozu noch mehr Schaden an? Alter. Ist bereits in zwei. Hm. Und? Wenn der Odem dieser Pflanzen in den Augen brennt, aber wie schieße ich ihn dort hoch? Schießen? Ach, sieh einer an. Also. Sowas wie ein Gummi oder so haben wir nicht, ne? Die Libelle wird ja auch nicht viel nützen. Hatte schon bessere Einfälle. Das stimmt, das ist nur zu wahr. Genau. So. Okay. Die Löcher haben wir eingebracht. Dieser Riesenwurm zeigt hier irgendwie genau dorthin, ne? Pflanze? Ach was. Ich habe doch jetzt die Pflanze am Start, oder? Ach nee, hatte ich nicht. Pflanze. Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch den Schlund geradezu auf das Auge. Mmh. Weißt du, was du mal für mich tun könntest? Spuck mich an.
Ich habe endgültig den Verstand verloren. Ach, jetzt stell dich nicht so an. Oh. Ja. Cool. Okay, so. Wenn ich das richtig sehe, müssen wir jetzt nur noch das Licht ausrichten. So, das müsste doch passen. Jetzt können wir auch in die Höhle hineingehen. Ja, sehr gut. Oh, okay. Das muss das Feentor sein. Gibt es hier noch etwas anderes zu entdecken? Nee, sieht nicht so aus, ne? Gut, was bist du denn? Das war hilfreich. Feen lieben Rätsel. Was habe ich erwartet? Verstehe. Also gut, was könnte dort hineingehören? Ja. Es soll ein Rätsel sein, also irgendwas? Also gut, was könnte dort hineingehören? Nori, kannst du mir einen Tipp geben? Nee, nicht Fahrenskripte, nein. Bitte sei vorsichtig. Du auch. Das war hilfreich. Okay. Ich würde... Apparatur? Sieht wie eine Fackel aus, aber wozu dieses Rad? Probieren wir es vielleicht erstmal mit dem Prisma. Ja. Ah! So. Was hat der Vogel zu bedeuten? Freiheit? Vogel und ein Käfer. Ein Käfer vermutlich. Ich würde tippen, dass es sich um eine Mischung aus Vogel und Käfer handelt. Ah. Wer sagt's denn? Und es wird freundlicherweise auch gleich... Die Libelle wird freundlicherweise gleich eingeschlossen. Okay. Nächstes Rätsel. Wasser? Wasser vermutlich. Und Feuer. Oh, ups. Feuer. Oder Flammen. Wasser und Flammen. Ja, das hier. Kann ich das direkt anzünden? Ja, sehr gut. Und das letzte Rätsel? Stein. Drei Ziegel? Drei. Und ein zunehmender Mond? Drei Ziegel und ein zunehmender Mond. Weiß ich nicht. Drei Ziegel und ein Mond. Das hat nichts damit zu tun hier. Fledermaus? Nee, die ist es nicht. Der Pilz. Hatte schon bessere Einfälle. Ach so, ja, Entschuldigung. Pilz. Nein. Nö. Drei Ziegel und ein zunehmender Mond. Ich habe keine Ahnung. Puh. Drei Ziegel und ein zunehmender Mond. Herrlich. Gut, muss ich nochmal drehen? Ne, da kommen nur dieselben Dinge raus. Ich denke, jetzt könnten wir Noris Hilfe gebrauchen. Du, Nori? Ich muss auf... Oh. Bitte sei vorsichtig! Du auch! Ja, jetzt ist aber gut. Nori?
Bitte sei vorsichtig. Du auch. Hä? War das denn noch nicht alles? Warte mal, doch hier, jetzt werden ja... Nee. Hä? Ich weiß nicht. Das war... Oh, das Feuer ist ausgegangen. Oh, wie doof. Okay, schon gut. So. Sieht aus, wie man... Ja, ja. Maul jetzt. So. Nein, falsch. Schnell, Nori. Wir haben es geschafft. Nori. Lange nicht gesehen, Geron. Du kommst zu spät. Das Feentor ist offen. Nori wird nach Hause zurückkehren und du wirst sie nie wiedersehen. So viel Weisheit. So viel Voraussicht. Ich glaube, ich muss mich geschlagen geben. Wer bist du wirklich? Wer bist du wirklich? Nee. Ich hätte es mir denken sollen. Ich bin beeindruckt, wie weit du gekommen bist. Es verblüfft mich immer wieder, wie aus Träumen Wahrheit wird. Wie sich die Schicksalsfäden verknüpfen und ein neuer Schleier sich in die Zeit näht. Ich stehe an einem Ufer und ein Schatten nähert sich. Der Schatten wird zu einem Mast, der Mast zu einem Schiff. Und dann sehe ich sie, die Galeone der Zeit. Und an das Steuerrad gekettet, alles überblickend, Satinaf, den 13 gehörnten Giganten. Diese Harfe... Nori, wozu das alles? Was willst du? Ich will nicht sterben, aber du, Nachthaar, du wirst uns allen das Ende bringen. Genug davon. Du kannst nicht alles wissen. Das ist richtig. Aber weißt du denn, was du tust? Du bist bereit, deine Liebe bis in alle Ewigkeit zu verdammen, sie unwissend in ihre Heimat zu schicken, wo es nichts für sie gibt als Einsamkeit und Schmerz. Warum? Tja. Okay, also tatsächlich läuft da was zwischen den beiden, auch wenn er das noch nicht so richtig weiß. Aber der Rabe hat einen Punkt. Wir können sie nicht alleine lassen. Wir sollten sie nicht alleine lassen. Wir können mit ihr gehen. Nori muss zurück in ihre Welt. Es ist die einzige Lösung. Und ich werde mit ihr gehen, um sie zu beschützen. Nobel, Nobel. Hat sie dir denn jemals von ihrer Welt erzählt? Von dem Wahnsinn der Königin? Der Angst und dem Stillstand, dem langsamen Sterben eines einst blühenden Reiches? Willst du ihr das wirklich antun? Ich habe deine Tricks ein für alle Mal satt. Nori, komm schnell. Fanglari wartet. Warum hörst du nicht auf mich? Warum hörst du nicht auf ihn? Du hast meine Warnungen in den Wind geschlagen. Nori, der Rabe ist der Seher. Ich habe deine Lügen satt. Du willst die Finsternis sehen, aus der ich gekommen bin? Nori, ich... Dann sieh! Das Ende. Wir haben es abgewendet. Komm, kleine Fee.
Sei nicht mehr zornig. Wohin gehen wir jetzt? Ich bringe dich zur Harfe. Dort wirst du endlich wieder zaubern können. Bist du wirklich der Vogelmann? Ich bin's. Verdammt, dieses verfluchte Rabenvieh! Genau das hätte nicht sein dürfen. Ich bringe allen nur Unglück. Was jetzt? Nuri! Ich muss zurück. Ich muss sofort hier raus. Es gibt keinen Weg hinaus. Das Tor ist verschlossen. Wer ist da? Und das andere Tor ist verboten. Oh, es gibt keinen Weg mehr. Alles, alles ist verboten. Was? Wer bist du? Wer oder was bist du bei Fex? Ich bin ein Unglücksbringer. Oh, ich schäme mich so. Was? Was redest du da? Ich habe so viel Leid angetan. Hierhin gestarrt, dorthin geglotzt. Aber was sollte ich auch machen als Wächter des Tores? Du bist der Wächter des Feentores gewesen? Du hast uns mit deinem Blick beinahe umgebracht. Das wollte ich doch nicht. Ich bin nur so furchtbar neugierig. Ich will einfach alles sehen, weil doch alles so schön aussieht. Und das ganze Licht und die Farben. Das kann doch alles nicht wahr sein. Also schön. Ja, das hier ist, sagen wir, unglücklich gelaufen, aber also allein, dass wir jetzt hier sind, dass Geron jetzt allein hier ist, nicht wir, Geron ist da allein. Es war doch so klar. Er hat sie die ganze Zeit angelogen, der Rabe hat ihr vermutlich die Wahrheit erzählt, woraufhin Nuri uns dann halt eben in das Feentor gestoßen hat. Und also, ganz ehrlich, war das nicht vorauszusehen? Ich meine, wenn man jemanden immer belügt, warum hat er ihr nicht gleich reinen Wein eingeschenkt? Ich meine, gerade jetzt, wo die beiden Wasser am Laufen haben. Also, ne? So, verstehst du? Was ist das für ein anderes Tor? Du hast doch eben was davon gesagt. Ein anderes Tor? Ja, aber der Weg dorthin ist verboten. Wo ist dieses Tor? Sag schon! Es ist in den Traumgemächern. Doch niemand anderes als die Königin darf sie betreten. Sie hat es verboten. Warum hat die Königin das andere Tor verboten? Nein, nein, ich sage nichts mehr. Lass das Auge zu und alles bleibt dunkel. Jetzt tut's mir schon wieder leid, dass wir die Pflanze hier auf, naja, letztendlich ihn angewendet haben. Dieses putzige Fellknäuel hätte uns beinahe umgebracht. Aber wie soll man dem kleinen Kerl böse sein? Das stimmt allerdings. So, na gut. Sehen wir uns hier mal weiter um. Was gibt's denn hier? Da ist der Brunnen. Was sind das hier für Statuen? Lichtstatuette, die können wir anfassen. Okay, dann sehe ich mir erstmal den Brunnen. Warum ist der Brunnen bei dieser Wärme eigentlich vereist? Weil Winter ist, natürlich. Ah. Du bist aber seltsam. Okay. Und guck mal, der Brunnen geht nach oben noch weiter. Wozu dieser Schacht wohl gut ist? Hören? Alles still. Alles still. Still und starr. Warum ist der Brunnen bei dieser Wärme... Ja. Weil Winter ist. Ah. Du bist aber seltsam. Guck mal, hier sind Tausende von diesen Lichtstatuen. Was hat es damit auf sich? Hey! Irgendwer! Sagt mir, wie ich hier wieder rauskomme!
Spitzenidee, Georg. Verloren? Es gibt immer einen Weg. Hey yo, hey yo. So. Sie besteht aus reinem Licht. Kommst du mit? Sie flüstert etwas. Ich glaube, sie sucht ihre Tochter. Ach, du liebe Zeit. Okay. Du meine Güte. Das hilft hier wahrscheinlich nicht weiter. Ach, du je. Okay, sie sucht ihre Tochter. Hier müsste... hier könnte diese Tochter hinkommen oder so. Seltsames Gerät. Wie auch immer das funktioniert hat. Ich habe es hoffentlich zerstört. Na, hoffentlich nicht, weil du willst ja auch zurück, ne? Das Wesen hat durch dieses Gerät tatsächlich in die Sümpfe geschaut und alles, was in seinen Blick geriet, wurde zu Stein. Okay, gut, ja. Was auch immer das ist, es ist kein Weg zurück. Ich muss das Tor in den Traumgemächern finden. Da bin ich durchgefallen? Okay. Gut, hier kommen wir für den Augenblick nicht weiter. Wir erkundschaften... Ja, nach hier geht es weiter. Aber das würde ich gerne erst in der nächsten Folge machen. Genau, wir legen eine kleine Aufnahmepause aus ein. Bis dahin, gehabt euch wohl, bleibt gesund und auf Wiese gehen. Tschüss!